Die Glocken stürmten vom Bernmarktsturm. Der Regen durchrauschte die Straßen. Und durch die Glocken und durch den Sturm erschallte des Ohrhorns Blasen. Und durch die Glocken und durch den Sturm erschallte des Ohrhorns Blasen. Das Büffelhorn, das so lang geruht, Veit Stoßberg nahm's aus der Lade. Das alte Horn, das brüllt nach Blut und wimmert Gott Gnade. Gott Gnade. Das alte Horn, das brüllt nach Blut und wimmert Gott Gnade. Gnade dir Gott, du Ritterschlaf! Der Bauer stand auf im Lande und tausendjährige Bauernkraft macht Schild und Schärpe zu Schande. Und tausendjährige Bauernkraft macht Schild und Schärpe zu Schande. Die Kriegsburg hoch am Berge lag. Sie zogen ihn auf in Waffen. Auframmte der Schmied mit einem Schlag. Das Tor, das er fronend geschaffen. Auframmte der Schmied mit einem Schlag. Das Tor, das er fronend geschaffen. Dem Ritter fuhr ein Schlag ins Gesicht. Und ein Spaten ihm zwischen die Rippen. Er brachte das Schwert aus der Scheide nicht. Und nicht den Fluch von den Lippen. Er brachte das Schwert aus der Scheide nicht. Und nicht den Fluch von den Lippen. Aufrauschte die Flamme mit aller Kraft. Brach Balken und Bogen und Bande. Ja, gnade dir Gott, du Ritterschaft! Der Bauer stund auf im Lande! Ja, gnade dir Gott, du Ritterschaft! Der Bauer stund auf im Lande! Stellinger, Kamerad, Genosse, war die Selbstbezeichnung der Aufständischen in dem nach ihnen benannten Stellinger Aufstand in Altsachsen von 841 bis 845 nach Christus. Darin erhoben sich die niederen sächsischen Stände der Frielinge, freie Bauern, und Laten, halbfreie, gegen den mit den Franken kooperierenden sächsischen Adelstand. Ziel der Aufständischen war vorrangig die Wiederherstellung ihres ursprünglichen Rechts auf politische Teilhabe, das 50 Jahre vorher im Zuge der Zwangschristianisierung durch Karl den Großen beseitigt worden war. Der Aufstand erfasste das gesamte Sachsenland, drohte den Adelstand und die Kirche in Sachsen zu beseitigen und gefährdete den Herrschaftsanspruch der Karolinger in Sachsen. Ab 842 wurde er vom sächsischen Adel, teilweise mit fränkischer Hilfe, blutig niedergeschlagen. Die Entstehung des Aufstandes beruhte auf sozialen Spannungen unter den sächsischen Ständen, der Zeitpunkt ist auf die Schwächung des sächsischen Adelstandes bei gleichzeitiger Einberufung aller Frielinge und Laten zu den Waffen zurückzuführen. Der Ausbruch des Aufstandes wurde begünstigt durch den karolingischen Brüderkrieg 840 bis 843,
der zu einer Spaltung des sächsischen Adels geführt hatte. Noch bittet euch das Volk, lasst euch erweichen. Das Volk wird furchtbar, wenn es aufbegehrt. Wenn mit Gewalt sich's nimmt, was ihr verweigert. Ihr Herrn, habt ihr von Dotsa nie gehört? Man ließ ihn auf dem Eisenthron verbrennen. Hat das Gedenken man so ins Gegenteil verkehrt? Sein Geist ist selber Feuer. Drum gebt Acht, dass er nicht plötzlich euch zu Asche macht. Als deutscher Bauernkrieg oder Revolution des gemeinen Mannes wird die Gesamtheit der Aufstände von Bauern, Städtern und Bergleuten bezeichnet, die 1524 aus ökonomischen und religiösen Gründen in weiten Teilen Thüringens, Sachsens und im süddeutschen Raum, speziell Franken, Tirol und der Schweiz ausbrachen. In deren Verlauf stellten die Bauern mit den 12 Artikeln von Memmingen erstmals Forderungen auf, die als frühe Formulierung von Menschenrechten gelten. In Schwaben, Franken, dem Elsass, Deutsch-Lothringen und Thüringen wurden die Aufstände 1525, im Kurfürstentum Sachsen und in Tirol 1526 von Grund- und Landesherren niedergeschlagen, wobei schätzungsweise zwischen 70.000 und 75.000 Menschen ums Leben kamen. Dem Bauernkrieg waren Aufstände in Livland, Ungarn, Dotzeraufstand, England und der Schweiz vorausgegangen. Der Bauernkrieg von 1524 bis 1526 brach nicht plötzlich über die deutschen Territorien herein. Vielmehr gehört er in eine lange Reihe von europäischen Aufständen und Widerstandsaktionen, die sich vom Spätmittelalter bis in die Neuzeit zieht. Schon im 13. und 14. Jahrhundert waren Bauern in der Schweiz, in Flandern und England, im 15. Jahrhundert in Böhmen aufgestanden. Im Südharz und der Goldenen Aue erhoben sich 1412 bis 1415 die Flegler. In der Schweiz erhoben sich die Bauern 1489 gegen die Städte Zürich und St. Gallen, 1513 gegen Luzern, Bern und Solothurn. Danach wurde der Bundschuh gebildet, 1460 im Hegau, 1493 im Elsass, 1502 im Bistum Speyer, 1513 im Breisgau und 1517 am Oberrhein. Im Bistum Würzburg kam es 1476 im Gefolge des Paukers von Niklashausen zu Unruhen. In Oberschwaben provozierte der Zugriff der Grundherren Aktionen gegen das Fürststift Kempten und die Abtei Ochsenhausen um 1500 nach Christus. In Württemberg stand 1514 der arme Konrad auf. Auch die zahlreichen Bürgererhebungen vor allem in südwestdeutschen Städten zwischen 1509 und 1514 waren zumeist von den ärmeren und unterprivilegierten Schichten getragen und gegen die ökonomischen und politischen Privilegien der Patrizier und des Klerus gerichtet. Der Klerus war genauso gegen jede Veränderung, der Katholizismus in der damals bestehenden Form stellte die Kernsäule des Feudalismus dar, die kirchlichen Einrichtungen waren in der Regel selbst feudal organisiert, kaum ein Kloster existierte ohne zugehörige Dörfer. Die Kirche bezog ihre Einnahmen vorwiegend aus Spenden, Ablasshandel sowie dem Zehnten. Letzterer war auch für den Adel eine wichtige Finanzquelle. Die einzigen Reformbestrebungen, die auf die Abschaffung der alten Feudalstrukturen innerhalb der Städte zielten, gingen vom erstarkenden Bürgertum der Städte aus, blieben aber schwach ausgeprägt, da auch dieses von Adel und Klerus abhängig war. Noch 1525 kritisierte Luther in seiner Ermahnung zum Frieden das hochmütige Verhalten der Fürsten. Erst nach der Weinsberger Bluttat schlug er sich eindeutig auf die Seite der Fürsten und verurteilte die Aufständischen scharf. Wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern, man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss. Seine Schrift Wieder die mordischen und räubischen Rotten der Barbaren veröffentlichte Luther allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage der Bauern bereits absehbar war. Nach 1525 verlor der Protestantismus seinen revolutionären Geist und zementierte auch von Luther unterstützt die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse mit dem Glaubenssatz »Seid Untertan der Obrigkeit«. Der größte der drei war der Baldringer Haufen, mehr als 12.000 Bauern, Bürger und Geistliche sammelten sich innerhalb weniger Tage im Baldringer Ried in der Nähe von Biberach. Auch der Seehaufen in der Nähe von Lindau bestand aus annähernd 12.000 Männern, darunter auch viele einfache Geistliche und Landsknechte. Die 7.000 Allgäuer Bauern,
die vor allem gegen den Fürstabt von Kempten aufbegehrten, lagerten bei Leubas. Die drei oberschwäbischen Bauernhaufen wollten vor allem eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse erreichen und keinen Krieg beginnen. Deshalb setzten sie auf Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund. 50 Vertreter der drei Bauernhaufen trafen sich dazu in der Freien Reichsstadt Memmingen, deren Bürgerschaft mit den Bauern sympathisierte. Hier versuchten die Führer aller drei Haufen, die Forderungen der Bauern zu artikulieren und mit der Bibel argumentativ zu unterlegen. Ende März 1525 sammelte sich das Heer von Waldburg-Zeil in Ulm. Ein Stück donauabwärts bei Leipheim hatten sich um den Prediger Jakob Wehe 5000 Bauern versammelt, die im weiteren Umkreis Klöster und Adelssitze plünderten. Das Heer des Schwäbischen Bundes marschierte deshalb nach Leipheim und rieb schon auf dem Weg dorthin einzelne plündernde Bauerngruppen auf. Am 4. April 1525 kam es zur ersten großen Schlacht bei Leipheim, in der der Leipheimer Haufen besiegt wurde. Die Stadt Leipheim musste ein Strafgeld zahlen, Wehe und die anderen Führer des Haufens wurden hingerichtet. Am 12. April stellte die Streitmacht des Schwäbischen Bundes den Baldringer Haufen, der schnell besiegt werden konnte. Die Bauern wurden entwaffnet und jeder musste ein hohes Strafgeld zahlen. Am 16. April sammelten sich die Württemberger Bauern. Die 8000 Mann starke Truppe rückte in die Stadt Stuttgart ein und zog im Mai weiter nach Böblingen. Die Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525 war eine der bedeutendsten Schlachten während des Deutschen Bauernkriegs. In ihr wurden die von Münzer geführten aufständischen Bauern Thüringens von einem Fürstenheer vollständig besiegt. Münzer selbst wurde gefangen genommen und am 27. Mai in Mühlhausen enthauptet, nachdem er auf die Festung Heldrungen gebracht und gefoltert worden war. Am 23. Mai nahm ein Haufen von 18.000 Breisgauer und Südschwarzwälder Bauern Freiburg im Breisgau ein. Nach dem Erfolg wollte der Anführer Hans Müller den Belagerern von Radolfzell zu Hilfe eilen, doch nur wenige Bauern zogen mit ihm, die meisten wollten sich wieder um ihre Felder kümmern. So war deren Streitmacht relativ klein, als sie von Erzherzog Ferdinand von Österreich kurz darauf geschlagen wurden. Waldburg-Zeil traf am 4. Juni bei Würzburg auf den hellen lichten Haufen der fränkischen Bauern, und da dieser am Vortag von Götz von Berlichingen unter einem Vorwand verlassen wurde, hatten die führerlosen Bauern keine Chance. In 2 Stunden wurden 8000 Bauern getötet. Nach diesem Sieg wandte sich die Truppe des Bauernjörgs Georg Trachses von Waldburg-Zeil wieder nach Süden und besiegte im Allgäu Ende Juli die Aufständischen. In 4 Monaten hatte das Heer des Georg Trachses von Waldburg-Zeil mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt. Der im April und Mai 1525 in Thüringen unter der Führung von Hans Sippel operierende Werrerhaufen löste sich auf, nachdem Graf Wilhelm IV. Von Henneberg-Schleusingen die 12 Artikel unterschrieben hatte. Sippel und die anderen Anführer wurden gefangen genommen und in Eisenach hingerichtet. Weitere Bauernhaufen wurden niedergeschlagen. Am 3. Juni 1525 wurde der Bildhäuserhaufen zusammen mit den Aufständischen aus Meiningen in der Schlacht zwischen Meiningen und Dreißigacker von einer vereinten Streitmacht der Fürsten unter der Führung von Kurfürst Johann von Sachsen besiegt. Im Juni 1525 wurden in der Schlacht bei Pfedderscheim die im Pfälzischen Bauernkrieg aufständischen Haufen vernichtend geschlagen. Bis September 1525 waren fast alle Gefechte und Strafaktionen abgeschlossen. Kaiser Karl V. und Papst Clemens VII. Dankten dem Schwäbischen Bund für sein Eingreifen. Einzelne Bauernbünde wie der des Tirolers Michael Geismayr hielten sich im Geheimen noch einige Jahre. Etliche geächtete Bauern lebten noch Jahrzehnte als Räuberbanden in Wäldern. Noch heute hört man sie in den Wänden rascheln. Zu größeren Aufständen kam es aber nicht mehr. Die überlebenden Aufständischen fielen automatisch in Reichsacht und verloren damit alle Rechte und Privilegien und waren somit vogelfrei. Die Folgen für zahlreiche Burgen und Klöster waren verheerend. Insgesamt etwa 1000 wurden 1524 bis 1525 teilweise oder vollständig zerstört. Allein im Bambergischen wurden Mitte Mai innerhalb von nur 10 Tagen fast 200 Burgen zerstört oder beschädigt. Im Thüringischen, Halberstädtischen und Wernigerodischen zählte man allein rund 300 zerstörte Klöster. In den Aufstandsgebieten habe der Verlust durch die direkten Folgen des Bauernkriegs 2,5 bis 3,0% der Gesamtbevölkerung betragen. Die Zahl der Todesopfer wird auf 70.000 bis 75.000 beziffert.
Auf das gesamte Reich bezogen, wären dies 0,5% der damaligen Bevölkerung gewesen. Schwarz ist die Sorge und schwarz unser Brot. Und schwarz ist die Fahne der Bauernnot. Schwarz ist die Erde wohl unter dem Pflug. Und schwarz geht der Bauer im Trauerzug. Zu. Und schwarz geht der Bauer, Bauer im Trauerzug. Wir pflügen und sehen und schaffen ohne Ruhe. Wir ernten und wissen doch nicht wozu. Denn was wir erringen mit unserer Kraft, das wird uns genommen und fortgerafft. Das wird uns genommen und fortgerafft. Was uns die Steuer zum Leben noch lässt, dass wir uns als Zinsen herausgepresst. Und was wir verkaufen, das bringt uns nichts ein. Da möge der Teufel noch Bauer sein. Da möge der Teufel noch Bauer sein. Jetzt sind wir am Ende, wir wollen nicht mehr. Wir sind ein verzweifeltes Bauernherr. Schwarz ist die Sorge und schwarz unser Brot. Und schwarz ist die Fahne der Bauernnot. Und schwarz ist die Fahne.